Moin, willkommen in Leipzig. Heute geht es um die Gelenktriebwagen des Typs NGT W6, auch bekannt als Leoliner. Ein Zug aus zwei Triebwagen fährt durch die Kieler Straße in Mokau. Dort sind diese Fahrzeuge eher selten im Einsatz. Oft sieht man die Leoliner auf den Linien 3 und 7. Hier fährt ein Zug als 3E auf der Torgauer Straße in Richtung Sommerfeld. Und hier auf der Linie 7 in Richtung Innenstadt und Böhlitz-Ehrenberg. Die Leoliner sind eine Entwicklung der Firma Leipziger Fahrzeugservicebetriebe, abgekürzt LFB, heute bekannt als IFTEC GmbH. Diese Firma ist eine Tochtergesellschaft der Leipziger Verkehrsbetriebe. Wegen Besonderheiten des Leipziger Netzes, etwa wegen der abweichenden Spurweite von 1458 mm und wegen Abschnitten mit schlechter Gleislage, entschloss man sich dazu, Fahrzeuge in Leipzig selbst zu bauen. Außerdem sollten sie preisgünstiger sein als angepasste Fahrzeuge der Industrie. Die Leoliner entstanden in den Jahren 2003 bis 2011. Die erste Fahrt eines der Prototypen auf dem Innenstadtring fand am 20.12.2003 statt. Darum kann man im Jahr 2023 das 20-jährige Jubiläum dieser Triebwagen feiern. Die Fahrzeuge sind zweiteilig. Der hintere Teil hat 4, der vordere 2 Achsen. Die Enddrehgestelle sind angetrieben. Im mittleren Bereich sind die Fahrzeuge niederflurig, über den beiden Enddrehgestellen hochflurig. Folgen wir nun den Leolinern entlang der Linie 7. Der östliche Endpunkt der Linie ist die Haltestelle Sommerfeld. Hier gibt es zwei Bahnsteige. Auch die Züge der Linie 3E wenden hier.
Am Paunsdorf Center vorbei geht es weiter nach Paunsdorf Nord mit der großen Wendeschleife. Es folgen Aufnahmen von verschiedenen Punkten entlang der Riesaer Straße, zum Beispiel an der Ecke Theodor-Heuss-Straße. Der nächste Standort ist an der Riesaer Straße beim Friedhof Sellerhausen. In Sellerhausen an der Emmausstraße gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 15 Kilometer pro Stunde. Lauft niemals so neben der Straßenbahn her, das ist sehr gefährlich. Damit verlassen wir Sellerhausen und gehen zur Unterführung beim Sportforum. Hier begegnen sich zwei Züge in der Georg-Schwarz-Straße, bei der Schleife an der Philipp-Reiß-Straße.
Beim Johannes-Weihrauch-Platz ist die Strecke noch zweigleisig. Dann geht es eingleisig weiter. An der Haltestelle Forstweg kreuzt ein Zug aus zwei Leolinern mit einem NGT-8 mit Beiwagen. An der Wendeschleife Böhlitz-Ehrenberg an der Burghausener Straße haben wir den anderen Endpunkt der Linie 7 erreicht. Damit wünsche ich den Leolinern auch nach ihrem 20-jährigen Jubiläum weiterhin gute Fahrt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.